Repräsentant des ersten Stationierungslandes amerikanischer Mittelstreckenwaffen nannte Bundeskanzler Kohl deutsche Wünsche. Zum Beispiel ein baldiges Treffen Ronald Reagans mit Moskaus Tschernjenko, das Wiederingangsetzen der Abrüstungsverhandlungen, überhaupt Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses und Verzicht auf Protektionismus im Handel USA-Europa. Der amerikanische Präsident zeigte Verständnis, aber wie Helmut Kohl in diesen Tagen selbst miterlebt, die USA sind im Wahlkampf. Und noch etwas stört die Harmonie Kohl-Reagan. In Anzeigen fragen heute jüdische Organisationen, ob das Töten von Juden wieder zum Geschäft der Deutschen würde. Gemeint sind Waffenverkäufe nach Saudi-Arabien. In den Gesprächen mit der Administration spielte dies keine Rolle. Gegenüber Außenminister Schulz erklärte Kohl, dass der europäische Pfeiler der NATO gestärkt werden solle. Dies sei kein Abrücken von Washington, sondern eine Ergänzung. Die gleiche Antwort hatte Schulz parat, als er gefragt wurde, wie Washingtons Ankündigung zu bewerten sei, sich mehr um den Pazifik zu kümmern. Dies sei keine Wegentwicklung von Europa, sondern eine Ergänzung. So ein Wahljahr ist auch wenig geeignet, um Differenzen zwischen Verbündeten zu beseitigen. Mögen die Gespräche noch so freundschaftlich sein wie zwischen US-Finanzminister Reagan und dem Bundeskanzler, aber dadurch werden weder das amerikanische Haushaltsdefizit noch der damit verbundene Hochzins entscheidend runtergehen. Auch Protektionismus wird es hüben wie drüben weitergeben. Im Wahljahr, also in diesem Jahr, wird sich mit Sicherheit nichts mehr ändern, weil ja auch der Etat verabschiedet ist. Aber ich bin ganz sicher, dass die Vorstellungen, die die Europäer und die Japaner, wir alle zusammen, auch ich jetzt wieder an diesen Tagen hier in Washington erhoben haben, zur Folge haben werden, dass nach der Wahl im November für das Budget 1985 Konsequenzen gezogen werden. Ich bin zu diesem Punkt, für diesen Zeitpunkt optimistisch. Zum Ost-West-Verhältnis, Herr Bundeskanzler, haben Sie hier gegenüber Ihren Gesprächspartnern darauf bestanden, dass der Abrüstungsdialog zwischen den Supermächten möglichst bald wieder in Gang kommt? Wir haben hier eine ganz klare, aber auch eine sehr gute Position. Wir haben im Sinne des NATO-Doppelbeschlusses als Deutsche unser Wort gehalten. Wir haben unsere Zusage eingelöst. Wir haben im November des vergangenen Jahres stationiert. Aber daraus erwächst uns auch eine besondere moralische Pflicht, eine vernünftige Politik der Abrüstung zu betreiben. Und die Amerikaner sind durchaus bereit. Die Amerikaner haben mit dazu beigetragen, dass die Stockholmer Konferenz möglich war, dass sie fortgesetzt wird. Das Tischtuch ist also nicht zerschnitten. Nach der Stationierung gab es keine neue Eiszeit, wie bei uns prophezeit wurde. In Wien gehen in diesen Tagen die Verhandlungen über Truppenreduzierungen weiter. Ich persönlich bejahe leidenschaftlich ein Treffen der beiden wichtigsten politischen Verantwortlichen der Welt, des amerikanischen Präsidenten und des Generalsekretärs der KPDSU, Tschernenko. Ich glaube, dass hier dieser Gedanke Fuß gefasst hat und mehr Zustimmung heute findet als noch vor einiger Zeit. Und im ganz Konkreten sind wir ein wesentliches Stück in unseren Konsultationen weiter, was die sogenannten chemischen Waffen betrifft. Schreckliche Waffen, von denen man so schnell wie möglich das Menschenmögliche tun muss, damit sie verboten werden, und zwar kontrollierbar verboten werden. In einem türkischen Gefängnis starben Anfang der Woche 11 Häftlinge, die seit Januar gegen Folterungen und Schikanen in Hungerstreik gewesen waren. Die Mahnung, endlich die Menschenrechte wieder uneingeschränkt einzuführen, war denn auch ein Thema beim Besuch von Außenminister Genscher in Ankara. Es galt im Geben und Nehmen einige Sprengsätze zwischen Ankara, Bonn und der Europäischen Gemeinschaft zu entschärfen. Nicht ohne Aussicht auf Erfolg, wie Genscher befriedigt bilanzierte. Erleichtert vernahm der Bundesaußenminister die Bereitschaft der Türken, die mit der EG für 1986 vereinbarte Freizügigkeit nicht zu einem neuen Gastarbeiterstrom in die Bundesrepublik werden zu lassen. Genscher seinerseits sagte weitere Bonner Wirtschaftshilfe zu und versprach, sich bei der EG auch künftig für türkische Interessen einzusetzen. Allerdings müsse für die Menschenrechte in der Türkei noch viel getan werden. Zuerst wurde sie von betrunkenen Polizisten verhört. Sie haben sie überall angefasst, nackt ausgezogen und gefesselt. Mehr kann sie nicht erzählen, weil sie sich schämt. Auch deshalb will sie ihr Gesicht nicht zeigen, nicht nur, weil sie Angst hat. Über 1,5 Jahre saß sie in Untersuchungshaft wegen angeblicher Mitgliedschaft in der verbotenen kommunistischen Partei, was allerdings nie bewiesen werden konnte. Einen Teil verbrachte sie im berüchtigten Militärgefängnis Mamak bei Ankara, in dem immer wieder Häftlinge nach Folterungen gestorben sind.
Eltern, deren Kinder seit dem Militärputsch 1980 in Untersuchungshaft sitzen, 14.000 sollen es noch sein, wenden sich mit Petitionen an die neu gewählten Politiker, fordern eine Amnestie. Ohne Erfolg. Hoffnungslosigkeit und Hungerstreik haben in den Gefängnissen eine gereizte Atmosphäre verursacht. Mehr denn je soll gefoltert werden. Ihr Sohn konnte letzte Woche nur mit Hilfe von zwei Soldaten in den Gerichtssaal gebracht werden. So war er zugerichtet. Was passiert ist, kann man nie erfahren, weil immer danach Besuche verboten werden. Wer vor Gericht über die Zustände in den Gefängnissen aussagt, kann am nächsten Tag nicht mehr gerade stehen. Wenn es in diesem Land jetzt wieder eine Demokratie geben soll, dann müssen die Politiker sich endlich um unsere Kinder kümmern. Wenn sie uns schon nicht glauben, dann sollen sie neutrale Ärzte untersuchen lassen. Dann sollen sie wenigstens den Rechtsanwälten glauben. Die Vorwürfe der Rechtsanwaltskammer lesen. Und Özal, der Ministerpräsident, sage nur, dass er nichts machen könne, dass er das Militär nicht übergehen könne. Uns bleibt also nur noch die internationale Presse, auch wenn Paragraph 140 unseres Strafgesetzbuches für unser Reden eine Strafe zwischen 5 und 30 Jahren vorsieht. Ihr Sohn ist seit 15 Tagen im Hungerstreik. Sie glaubt, dass er sterben möchte. Doch dann soll er wenigstens wie ein Mensch sterben, ohne Schläge bis zum letzten Tag. Doch das Allerschlimmste ist diese Kriminalisierung, dass jeder von Kriminellen spricht, obwohl den meisten unserer Kindern nichts nachgewiesen werden kann. Bis heute nicht, nach über 3 Jahren. 20 Tage war sie in der Todeszelle, 1 Quadratmeter groß, kein Fenster, kein Licht. Monatelang keine frische Luft, keine Besucher, keine Zeitungen. Jeden Tag kann sie wieder abgeholt werden, ohne Haftbefehl, wie viele andere auch. Angst hat sie nur noch vor den Folterungen mit Strom. Doch am schlimmsten empfindet sie die Hoffnungslosigkeit, dass sich weder in Türkei noch im Ausland jemand um das Schicksal der politischen Häftlinge in der Türkei kümmert. Der Krieg am Persischen Golf artet mehr und mehr zu einer Massenschlechterei aus. In den letzten 10 Tagen allein sollen 50.000 Iraner getötet worden sein. Ein Großangriff mit 500.000 persischen Soldaten scheint unmittelbar bevorzustehen, nachdem irakische Truppen behaupten, die ölreiche Sumpfinsel Majnun zurückerobert zu haben. Internationales Aufsehen erregte jetzt die Behauptung Teherans, der Irak verwende im Krieg chemische Waffen oder Giftgas. Der Iran bemüht sich jetzt, seine Vorwürfe international zu erhärten. Ausländischen Botschaftern wurden in Teheran Soldaten mit Verätzungen vorgeführt. Tausende von Iranern seien durch chemische Kampfstoffe getötet oder verletzt worden. Mehrere derart Verwundete wurden nach Wien und nach Schweden gebracht. Von den Vereinten Nationen fordert Teheran eine Untersuchungskommission. Der Irak jedoch bestreitet, bisher Giftgas verwendet zu haben. Journalisten wurden jetzt in das Kampfgebiet bei der Ölinsel Majnun gebracht. Mit Schlauchbooten waren iranische Einheiten nachts in das Sumpfgebiet eingedrungen und hatten im Handstreich hunderte von Quadratkilometern irakischen Territoriums besetzt. Die Leichen iranischer Kriegsfreiwilliger treiben in den Sumpfgewässern. Allein an dieser Stelle sind Dutzende von Iranern gefallen, denn Tausende von ihnen wurden von irakischen Verbänden in den Sümpfen eingeschlossen und in 48-stündigen Kämpfen vollständig aufgerieben. Das ist die Realität des Golfkrieges. Das sind nur einige der Tausende, die innerhalb von 48 Stunden gefallen sind. Wenige Kilometer weiter die Blicke von 2 Gefangenen. Noch 2 Tage nach den Kämpfen waren sie verwundet in der Wüste umhergeirrt. Aber der Krieg geht weiter. Die irakischen Einheiten verstärken ihre Frontstellung. Auf dem Weg zur vordersten Linie begegnen wir Lastwagenkolonnen und Panzern. Das Geheimnis ihrer Erfolge ist die Überlegenheit an schweren Waffen. Schlecht ausgerüstete und kaum ausgebildete Iraner haben gegen die schweren Panzer keine Chance. Auch in der Frontstellung wieder die Leichen von Hunderten von Iranern, die in der Nacht zuvor in dieser Stellung gefallen sind. Auch hier wird deutlich, dass tatsächlich Tausende an einem einzigen Tag im Golfkrieg sterben. Genaue Zahlen gibt es nicht. An dieser Stelle
weichen die Teheraner Truppen nicht ohne Gegenwehr. Mit ihrer Artillerie versuchen sie, den Ausbau der irakischen Stellung zu verhindern. Und genau hier erfolgte der irakische Angriff auf das Erdölfeld Majnun, die einzige Stellung auf irakischem Territorium, die die Einheiten Teherans bis zum Wochenende nicht wieder aufgegeben hatten. 150 Millionen Menschen in 24 Ländern Afrikas sind vom Hungertod bedroht. Von der berüchtigten Sahelzone südlich der Sahara zieht sich das Dürregebiet bis in den Süden des Kontinents. Eine Katastrophe, schlimmer als in den 70er Jahren, bahnt sich an. Aus Mosambik fliehen Zehntausende ins Nachbarland Simbabwe. Aber dort reicht es kaum mehr für die eigene Bevölkerung. 40.000 Menschen fliehen vor dem Hunger und es werden immer mehr. So in diesen Tagen, so in dieser Stunde. 150 Kilometer und mehr gehen die Entkräfteten durch mosambikischen Busch über die vermiente Grenze nach Simbabwe. Viele bleiben unterwegs vor Erschöpfung liegen, viele sterben. Wie viele, das weiß niemand. Offiziell werden von Mosambiks Regierung 7.000 Hungertote zugegeben, aber in Wirklichkeit sind es viel, sehr viel mehr. Nahe der Grenze auf simbabwischem Territorium liegt das katholische Marymount Missionshospital. Die meisten Hungerflüchtlinge lassen sich zunächst rund um das Krankenhaus nieder, hoffnungsvoll, zu Tode erschöpft. Die Schwestern tun, was sie können, verteilen ihre Maisvorräte. Sie selbst haben heute ein Marmeladenbrot zum Frühstück bekommen. Aber viele Hungerflüchtlinge sind schon so schwach, dass sie keine Nahrung mehr aufnehmen können. Das Marymount Hospital ist total überfüllt. Vor allem Kinder versucht man zu retten, denn die sind am schlimmsten betroffen. Viele Mütter sind apathisch geworden, willenlos kauern sie auf dem Boden, teilnahmslos lassen sie es über sich ergehen, dass ihre Kinder an ihren Brüsten, die längst vertrocknet sind, nach Milch suchen. Die meisten Kinder haben dicke, aufgeschwemmte Hungerbäuche, ein Zeichen für schwerste Unter- und Falschernährung. Andere leiden unter Hungerödemen, die Haut platzt auf, es entstehen schwere, entzündete Wunden. Dr. Rainer Winkelmann, deutscher Leiter des Marymount Missionshospitals, beurteilt die Lage so. Die körpereigene Substanz ist praktisch aufgezehrt. Das heißt, Sie haben, Sie haben kein Blut im Blut. Sie haben also zu wenig rote Blutkörperchen, Sie haben zu wenig Eiweiß im Blut. Die Folge sind Ödeme und Sie haben Muskelschwund. Man sieht die Haut hängt sozusagen in Falten herunter und wenn man die Haut durchsticht, trifft man sofort auf den Knochen. Diese Kinder haben keine große Abwehrkraft, sie sind sehr kälteempfindlich und sie sterben halt sehr leicht. Medikamente gibt es genug für die total entkräfteten sterbenden Kinder. Was aber fehlt, ist eiweißreiche Nahrung und daran hat auch Simbabwe Mangel. Denn nicht nur Mosambik, auch Simbabwe ist auf dem Weg in die Hungersnot. Was sind die Gründe für diese katastrophale Situation in den Frontline States, den an Südafrika angrenzenden schwarzafrikanischen Ländern? Da ist zunächst die seit drei und mehr Jahren anhaltende Trockenheit die größte seit Menschengedenken. Sie hat in vielen dieser Länder das Vieh vernichtet, die Felder austrocknen lassen, die Ernten sind ausgeblieben, das Grundwasser ist versiegt, die Vorräte an Lebensmitteln sind aufgebraucht. Aber es gibt auch politische Gründe. Die Frontline States, so auch Mosambik, werden von schweren innerpolitischen Stammeskämpfen erschüttert. Fast jede Regierung, auch die des Präsidenten von Mosambik, Samora Machel, hat gegen ihre sogenannten Befreiungsorganisationen zu kämpfen. Diese werden wieder von linken oder rechten Interessenstaaten unterstützt. Der Kampf um politische Macht, um Pracht und Fantasieuniformen hat nur allzu oft Vorrang vor der Sorge um die Ernährung der Eingeborenen. Und deshalb sind die wenigen, die mit einem in Simbabwe ergatterten Sack Maismehl auf dem Rückweg nach Mosambik sind, nicht sicher, ob sie auch zu Hause ankommen. Die Guerilleros der Mosambik National Resistance, der rechten Befreiungsbewegung vom linken Mosambik, überfallen derzeit mit Mais zurückkehrende Hungerflüchtlinge, um selbst überleben und weiterkämpfen zu können. Die Situation in Mosambik ist ohne schnelle Hilfe Südafrikas und überseeischer Länder hoffnungslos. Und die übrigen Frontline States sind auf dem Weg in die gleiche Hoffnungslosigkeit. Angesichts solch jämmerlichen Versagens unserer Solidarität mit den Elenden
müssen die Milliardenprojekte für die Eroberung des Weltraums wie Hohn erscheinen. Und doch sollen die außerirdischen Investitionen wissenschaftlichen Fortschritt, bessere Nachrichtenverbindungen und dadurch mehr Lebensqualität für alle bringen. Jedenfalls, das Geschäft mit den Raketen und Satelliten blüht. Mit diesem Start im Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana ist die Versuchsreihe der Europarakete Ariane erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kann sie ins Geschäft einsteigen. Verträge über den Transport von 27 Satelliten ins All sind bereits abgeschlossen. Auch das Aussetzen des Nachrichtensatelliten Intelsat 5 klappte. Der amerikanischen Konkurrenz war ein solcher Versuch zuletzt gleich zweimal misslungen. Gleichwohl sucht jetzt der Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA in Europa mit Finanziers für das Milliardenprojekt einer bemannten Raumstation. Der Bundesrepublik ist dabei von den Amerikanern eine Art Vorreiterrolle für andere europäische Geldgeber zugedacht. Wir prüfen zurzeit mit großer Sorgfalt aufgrund der Präsentation der NASA, was wir hier im Einzelnen beitragen können, was der Nutzen der Raumstation für Wissenschaft und Industrie sein kann, wie die vertraglichen Vereinbarungen mit NASA sein können und wie wir mit unseren Partnern in Europa gemeinsam zu einem Konzept kommen. Auch China will verstärkt ins All mit Hilfe der Bundesrepublik. Raumfahrtminister Zhang Jun vereinbarte mit Forschungsminister Riesenhuber Zusammenarbeit in der Weltraumforschung. Um ein bevorstehendes Satellitengeschäft mit China bewirbt sich neben drei US-Unternehmen und einem französisch-britischen Konsortium auch eine deutsch-französische Firmengruppe. Zukunftsmusik. Schnell entscheiden müssen die Berliner Sozialdemokraten. Ein Jahr vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus hat ihr Spitzenkandidat Harry Ristock seinen Verzicht erklärt. Als Geschäftsführer einer Berliner Firma hatte er Vorwürfe wegen zu geringer Leistung hinnehmen müssen. Nun fürchtet er den Ruf, auf wirtschaftlichem Gebiet zu schwach zu sein. Unter diesen Umständen könne er nicht länger Kandidat fürs Bürgermeisteramt bleiben, sagte er vor der Presse. Und wenn ich hier mich verabschiede, so bin ich zwar nicht aus der Stadt weg, die Stadt wird mich behalten, aber ich melde mich schon ab. Doch, wenn man sich abmeldet von der Spitzenkandidatur, meldet man sich ab von weitreichenden Plänen, die man noch vorhatte. Und dieses lässt sich auch nicht wiederholen. Obwohl es in der Berliner SPD Differenzen über einen Kandidaten von außen gibt, läuft alles auf den Hamburger Bundestagsabgeordneten Apel hinaus. Natürlich bin ich Parteisoldat. Und wenn die Partei in Schwierigkeiten ist, kann sie auf mich rechnen. Aber ob das in Berlin gehen wird, das hängt nicht nur von mir ab, sondern auch von den Bedingungen, die ich dort vorfinde. Und Sie werden verstehen, ich kann mich überhaupt nicht äußern, ehe ich nicht weiß, was nun wirklich Sache ist. Es ist bekannt, dass Sie ein Wunschkandidat des Berliner SPD-Landesvorsitzenden Ulrich sind. Wenn er Sie ruft, gehen Sie dann nach Berlin. Naja, ich bin natürlich ein bisschen zu alt, um noch gerufen zu werden. Aber ich will gerne mit Peter Ulrich reden und ich bin ja auch Berlin bevollmächtigt. Meiner Partei hat mich in den letzten Monaten sehr um die Interessen Berlins gekümmert. Und deswegen hat die Partei auch Anspruch darauf, dass ich alles das, was die Partei von mir verlangt, sehr ernsthaft erwäge. Aber Sie werden verstehen, ich kann nichts übers Knie brechen. Ich muss auch mit meiner Frau drüber reden, denn das würde ja unsere Lebensbedingungen wirklich grundlegend ändern. Und nun Kurzberichte von weiteren Ereignissen dieser Woche. Rotationsprinzip bekräftigt. Grüne Abgeordnete im Europaparlament sollen nach der Hälfte der Legislaturperiode ihr Mandat grundsätzlich an Nachrücker weitergeben. Dies wurde von der Bundesversammlung beschlossen, die in Karlsruhe die Kandidatenliste für die Europawahl am 17. Juni verabschiedete. Begründung? Das Experiment der Rotation von grünen und alternativen Abgeordneten sei ohne Komplikationen schon in Länderparlamenten praktiziert worden. Ob die Entschließung auch für die Bonner Fraktion gilt, blieb offen. Deutsch-deutsche Kontakte in der DDR. Den Anfang machte der FDP-Fraktionsvorsitzende Mischnick. In Ostberlin sprach er mit Staatschef Honecker über Wirtschaftsfragen, Rüstungsbegrenzung und Ausreiseprobleme. Zum ersten Mal nahm eine Bundestagsdelegation Kontakte zur DDR-Volkskammer auf. Bei den Gesprächen zwischen SPD-Abgeordneten und Volkskammerpräsident Sindermann ging es auch um die Senkung des Zwangsumtausches. Eine Vielzahl anderer Politiker hat Besuche angesagt.
Anti-Regen-Demonstranten verurteilt. Ein Berliner Gericht verhängte gegen den griechischen Staatsbürger Kontos und vier Deutsche Freiheitsstrafen zwischen 32 und 36 Monaten, gewährte überraschenderweise aber Haftverschonungen. Die Verurteilten haben nach Ansicht des Gerichts bei der Demonstration gegen den Besuch des US-Präsidenten in Berlin Steine auf Polizisten geworfen und sich damit unter anderem der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. In Bremen haben Penäler, Eltern und Lehrer 8 Schulen besetzt, um gegen die angekündigte Schließung von 37 der insgesamt 194 Schulen zu protestieren. Begründung des Senats, man müsse sparen und die Schülerzahl werde bis 1992 von jetzt 90.000 auf 45.000 zurückgehen. Der Schulsenator will gegen die Besetzung nichts unternehmen, weil der Unterricht weitergeht. Einen mutigen und unbestechlichen Zeugen des Evangeliums nannte ihn seine evangelische Kirche in einem Nachruf. Er war ein streitbarer und unbequemer Kirchenmann. Er leistete Widerstand im NS-Staat. Er war nach dem Krieg ein konsequenter Pazifist. Martin Niemöller ist am Dienstag im biblischen Alter von 92 Jahren gestorben. Pastor Martin Niemöller ließ nie einen Zweifel daran, dass die Kirche nicht allen zu gefallen, sondern jedem die Wahrheit zu sagen habe, geistlich und, da es um den Menschen geht, immer auch politisch. Vom U-Boot zur Kanzel war wohl die entscheidende Etappe im bewegten Leben Martin Niemöllers. Kaiserlicher Seekadett und U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg. 1933 gründete er den Pfarrernotbund und bereitete damit die bekennende Kirche vor, eine Art Untergrundkirche neben den nationalsozialistisch beherrschten deutschen Christen und deren Landeskirchen. 1938 bis 1945 saß er, wegen Kanzelmissbrauchs, 7 Jahre lang als persönlicher Gefangener Hitlers in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau. Ein weltweites Symbol des Widerstandes. Nach dem Kriege Präsident des kirchlichen Außenamtes der EKD, Reisen in alle Welt, bereits 1952 in die Sowjetunion, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau von 1947 bis 1964, bis 1968 einer der 6 Präsidenten des Weltkirchenrates. Protestant kommt von Protest. Niemöller wurde gehört, aufgrund dessen, was er sagte, gegen die Aufrüstung, für den Frieden und vor allem, wie er es sagte. Auch seine Kirche hat er nicht geschont, wo sie seiner Meinung nach falsche, ausgetretene Wege beschritt, das lebendige, kritische Erbe der bekennenden Kirche aufzugeben schien. Ich habe, glaube ich, in der Zeit nach 1945 unter der Kirche mehr gelitten als unter dem ganzen Nationalsozialismus. Fachleute stehen begeistert, aber auch zwiespältig und unsicher vor dem Neubau der Stuttgarter Staatsgalerie. Die Besucher werden sich erst an die eigenwillige Architektur gewöhnen müssen, die mit dem Begriff Postmoderne nur unzureichend charakterisiert ist. Am Freitag wurde der herausfordernde Bau des Engländers James Stirling eröffnet. Vor dem Bericht über das neue Kunstwerk verabschiede ich mich bis zum nächsten Sonntag. Das 90-Millionen-Ding. Jahrhundertwerk oder Mausoleum? Wie bei allen öffentlichen Projekten dieser Dimension gab es auch hier von Anfang an hitzige Kontroversen. Der Bau überrascht mit Kirchenfenstern, klassischen Wasserspeiern, poppigen Abluftschächten und skurrilen Stahlkonstruktionen für die Eingänge. Eine Kombination aus moderner Architektur und klassischen Zitaten. Witz und Originalität, so hieß es bei der Eröffnung, haben sich durchgesetzt. Und so wurde dem britischen Architekten James Stirling bestätigt, dass ihm ein starkes Stück gelungen sei. Großer Bahnhof zur Eröffnung. Die Politiker waren da und natürlich auch die Künstler. Der Mann mit dem Hut, Joseph Beuys, Tut Schlemmer, die Witwe von Oskar Schlemmer, der berühmte Stuttgarter Bauhauskünstler, wird im ersten Raum zwischen alter und neuer Staatsgalerie gewürdigt. Seine Figuren des triadischen Balletts empfangen hier die Besucher. Klassische Formen auch im Innenraum. Stirling hat der lange Zeit hochgelobten Hallenarchitektur eine Absage erteilt. Er reiht die Ausstellungsräume aneinander und fast jeder der großen internationalen Künstler wird individuell präsentiert. Platz genug auch für die spektakulären Millionenerwerbungen der letzten Jahre, wie für Picassos berühmte Plastik »Die Badenden«. James Stirling ist mit seinem Bau die Idealvorstellung aller Museumsarchitekten gelungen.
innen und außen eine Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität, ein Gebäude, das seinesgleichen in Europa sucht. Thank you.